Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren alten Erzklumpen. Rein da, ne? Episode unseres Gothic 2 D&DR Let's Plays hier. Wird der Hammer. Wir erzen mal wieder ein bisschen. Ich habe wenig geerzt, ist schon so, ne? Aber bringt es uns auch überhaupt irgendwas? Haben wir jetzt Erz bekommen? Nicht, oder? Als wir letztes Mal irgendwo geerzt haben, kam doch da direkt so, yo, du hast irgendwie was erhalten oder so, ne? Dann gibt's hier noch ein bisschen Loot. Das ist ja der Wahnsinn! Edles Langschwert, yo. Ein Trank, yo. Eine Truhe. Abgebrochen. Rechts. Okay, die Truhen hier sind echt nicht so Endgame-Content, ne? Echt ziemlich viele Truhen hier im Minental, die eher so, oh, ein bisschen Müsli-Abteilung sind. Aber hey, ist ja okay. Nehmen wir ja auch mal an, so ist es ja nicht. Ja, was soll ich euch sagen? Ich dachte, hier geht noch ein bisschen mehr. Das hätte ich ja lässig noch Ende letzter Episode machen können. Ich bin irgendwie echt stark davon ausgegangen, dass hier noch mehr geht. Vor allem, was ist denn jetzt hier Phase? Ich habe halt rausgefunden, dass hier alles am Arsch ist, oder? Das habe ich jetzt halt rausgefunden. Das bedeutet, wir müssen zum nächsten Spot. Der ist ja zum Glück nicht allzu weit weg, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das stressig wird. So, ja, wir müssen nach rechts. Und dann mal gucken, was Phase ist, ne? Wo überhaupt die nächsten Gegner? Das ist auch immer eine ganz wilde Frage hier, ne? Okay, Wölfe sind ja... Wölfe ist cool. Wölfe machen wir. Wölfe ist gar kein Thema. Ah, die kommen direkt alle. Dann ist es vielleicht ein kleines Thema. Geh mal weg, Alter. Geht mal weg. Wir sind so ein heftiger Magier. Ja, lass uns von so wolfigen Wesen hier, so einer kleinen Wolfgang, ja, nicht viel sagen. So, okay. Ja, easy. Na? Ich hoffe, hier ist mehr so Wolf-Törö. Okay, da gehen schon wieder die ersten Snapper. Stimmt das jetzt so? Von Weg her? Ah, die kommen jetzt, um zu looten. Nee, tun sie nicht. Da ist halt auch immer die Frage, wie gehe ich die an, gell? Ein Eispfeil reicht nicht, eine Eislanze. Kriegen die doch beide einen Feuerball. Na komm, wir hauen einen weg. Wir hauen beide weg. Wir sind jetzt hier Magier, ne? Das ist, ich muss mich selbst noch dran gewöhnen. Mana. Na, ist was für Loser. Genauso wie Tränke. Die braucht kein Mensch. Das ist gar nicht so wichtig für uns. Ist es echt nicht. Wir holen uns noch so viele Tränke. Das wird schon. Okay, na. Bevor wir Tränke holen, müssen wir allerdings erstmal Tränke verbrauchen. Ist ja ganz klar. So, guck mal, die löten wir uns anders rein. Stark. Dann kriegt er nochmal einen Fireball. Und dann geht's aber im Nahkampf rein, ne? Ah, sind zwei. Perfekt. Das ist ein bisschen blöd. Können wir einmal einen Crit landen? Einmal! Einmal! Ja, okay, so passt. Dann machen wir ihn über die AD. Ja, nicht mit mir, Freundchen. Ich hacke auf deinen Kopf, bevor der Hero App machen kann. Normal. Okay, cool. Hier waren im Einser die Warane, gell? Die Feuerwarane. Weiß ich nicht, ob ich auf die jetzt so Bock hätte, bin ich ehrlich mit euch. Also wir kommen ja gut gegen die klar, das haben wir ja schon gecheckt. Aber wir kommen nicht gut gegen die klar ohne Mana. Na? Und wie gesagt, Mana können wir wegen mir gerne auf den Kopf hauen. Machen wir ja die letzten Episoden schon wie wild geworden. Ist ja auch okay, ne? Hier und da mal einfach eine Shitton EP zu bekommen, ist ja auch nicht verkehrt, würde ich behaupten. Hier ist das dann die... Aha, okay, cool, da ist sogar jemand ausnahmsweise. Das ist ja klasse, wir looten jetzt trotzdem hier mal noch am Sumpf entlang, oder? Bisschen Kraut mitnehmen. Das ist doch auch Kraut hier eben. Was sehen meine Augen da? Da hinten habe ich noch eins erspechtet. Ja, Specht, das nehme ich mit. Dann hatten wir da vorne eine Belia-Statue. Wenn ich das von hier richtig erkannt habe. Da hinten sehe ich auch nochmal ein Kraut. Aber egal. Gucken jetzt mal. Wollen wir da schnell hin? Vielleicht schlummert da ja auch noch ein bisschen Loot. Den würde ich natürlich dankend annehmen. Ja, komm, wir gehen da mal kurz vorbei.
Hero, kein Grund abzutauchen. Eben. So. Jetzt direkt irgendwie 20 Sumpfhaie, 3 so Pflanzen, Golems, ne? Und dann geht direkt wieder die Post ab hier. Ja, hier scheint aber ansonsten nichts zu sein. Und ich glaube, Belia an sich haben wir jetzt gerade erstmal nichts zu sagen, oder? Wisst ihr jetzt nicht? Oh, ja klar, ein Knochen eines Skeletts und eine leichte Ork-Axt. Habe ich direkt gesehen. Da bin ich auch ehrlich mit euch. Aha, verstehe. Goblins in meinem Nacken irgendwo. Da ist noch ein Rattenbeutel. Den nehmen wir dankend an. Da ist ja noch richtig viel. Spruchrolle geht da auch noch. Sag mal, bin ich heute blind? Lässt meine Sehkraft nach? Sehkraft und Wendigkeit? Alter, ich habe uns einen neuen Banger extrahiert. Uns hat diesmal nur eine Viertelstunde gedauert, weil ich wusste, wer das sagt, ne? Der gute Franco. Und vielleicht wisst ihr ja schon Bescheid. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Alter, ja, bitte. Oh Mann, wie er das raushaut. Das ist einfach geil, oder? Die Dialoglines in Gothic, das ist schon echt eine Hausnummer für sich. So, hi, Jorgen. Na? Was machst du hier? Ich bin Kundschafter. Ich ziehe durch die Gegend. Aber die ganzen Snapper haben es mir nicht einfach gemacht. Die Snapper sind doch egal, was mit den Orks. Es ist eine gute Zeit, um sich ein paar Trophäen an Land zu ziehen. Vorausgesetzt, man versteht was davon. Ja, ja. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Eben. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Stimmt schon. Weißt du, wo Diego steckt? Diego? Er war bei Silvestros Schürfern dabei, aber er hat sich abgesetzt. Ich sah ihn mit 2 Rittern und einer Kiste gar nicht weit von hier. Du kannst doch von hier den alten Wachturm sehen. Geh dorthin und dann in Richtung Burg. Rechter Hand führt ein Pfad zwischen den Felsen entlang. Dorthin sind sie gegangen. Welcher Wachturm? Den da. Die meinen ja nicht Xardas Turm, oder? Oh, Leute, das wird hart. Aber wir finden das. Hey, wo kommst du her? Bist du aus der Burg gekommen? Kann man so sagen, ja. Ja, ich komme aus der Burg. Warum? Wie ist denn die Lage dort? Nicht besser als hier. Die Orks sind noch da, wenn du das meinst. Verdammt! Nirgends ist man hier sicher. Ich sag dir was. Wenn ich nicht so viel Schiss hätte, würde ich einfach abhauen. Okay. Was machst du hier eigentlich? Ich bin hier das Mädchen für alles. Sachen durch die Gegend schleppen, Snapper beobachten, Billgott hier, Billgott da. Wäre ich bloß zu Hause bei meiner Alten geblieben. Da war es zwar auch nicht anders, aber wenigstens gab's da ordentlich zu essen. Und nun bin ich der schäbige Rest von Waffenknechten, die Faye zugeteilt worden sind. Konnte ja nicht wissen, dass es eine Expedition ohne Rückkehr wird. Mein Kumpel Olaf hat sich aus dem Staub gemacht. Vielleicht hat er es ja geschafft. Ich habe Olaf gefunden. Und wo treibt er sich rum? Er ist tot. Die Wölfe haben ihn gefressen. Oh, verdammt. Hoffentlich schaffe ich es wenigstens, hier rauszukommen. Ja, Billgott, hier ist doch noch nicht aller Tage Abend, ne? Der Hero ist jetzt da. Woher kommst du? Ich komme im Auftrag von Garond. Sehr gut. Neue Männer kann ich gut gebrauchen. Perfekt. Ich bin nicht hier, um euch zu unterstützen. Eben. Nein? Warum bist du dann gekommen? Mein Auftrag ist, in Erfahrung zu bringen, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Ehrwürdiger Magier, deine Anwesenheit gibt mir und meinen Männern Zuversicht. Doch wäre es für uns hilfreich, wenn du deine dir von Innos verliehene Kraft für uns einsetzen könntest. Ja, eben, sag mal. Was kann ich für dich tun? Seit Tagen schon streift eine Horde Snapper um unser Lager herum. Die da oben? Scheint so, als warten sie nur auf eine gute Gelegenheit, uns anzugreifen. Ich weiß nicht, worauf sie warten. Aber solange sie hier sind, ist an Ruhe im Lager nicht zu denken. Vor allem dieser Fett hat die Hosen voll und macht die anderen Sträflinge damit verrückt. Also, wen soll ich schicken? Billgott? Der ist auch schon völlig kaputt. Und Tengron? Er kann zwar kämpfen, aber ihm fehlt die nötige Raffinesse. Der Einzige, der das machen kann, bist du. Ich will, dass du diese verdammten Bestien jagst und tötest. Ja, easy. Wie ist die Moral deiner Männer? Du willst wissen, wie die Moral meiner Männer ist? Die können vor Angst kaum noch arbeiten. Erledige diese Snapper, sonst dreht noch einer durch.
Alles klar. Dann mache ich das mal. Aber jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen mit Leuten labern. Mit den Leuten reden. Na, Tengron, wie sieht's bei dir aus? Inosa mit dir. Bringst du Nachrichten aus der Burg? Kommt bald Verstärkung? Ich bin nicht hier, um Nachricht zu bringen, sondern um welche abzuholen. Dann sprich mit Fayette. Er hat hier das Kommando. Aber wenn du Neuigkeiten aus der Burg hast, dann lass es mich wissen. Was kann ich ihm denn erzählen? Wegen der Neuigkeiten. Ja? Wie ist die Situation in der Burg? Die Orks halten ihre Belagerung aufrecht. Und sie ist nach wie vor den Angriffen der Drachen ausgeliefert. Verdammt. Hoffentlich werden die Jungs durchhalten. Ja. Pass auf. In der Burg sitzt ein Freund von mir. Er heißt Uda. Wir kennen uns schon sehr lange und haben manche Schlacht Seite an Seite geschlagen. Ich möchte, dass du ihm diesen Ring bringst. Er soll ihn für mich aufbewahren. Sag ihm, ich werde ihn abholen, wenn ich wieder zurück bin. Alles klar. Kein Problem. Wenn ich in die Burg komme, gebe ich den Ring Uda. Haben wir mit Gut. Uda schon geredet? Die Magie des Ringes wird Uda neue Kraft schenken. Und sag ihm, dass ich ihn mir wieder abholen werde. Ja, ja. Das machen wir. Generell glaube ich, in der Burg haben wir noch nicht mit allen geredet. Na, da gibt es bestimmt noch einige, da bin ich mir sicher. Da müssen wir dann nochmal gucken. So, hier, Fett, hey, du machst... Was willst du von mir? Ich werde nirgendwo hingehen. Okay. Bleib ganz ruhig. Niemand will, dass du irgendwo hingehst. Innos sei Dank. Weißt du, in den letzten Tagen haben immer wieder Männer das Lager verlassen. Von denen ist keiner wiedergekommen. Die wurden alle von den Snappern gefressen, aber ich nicht. Ich werde hier einfach so lange hacken, bis alles vorbei ist. Ja, dann. Was weißt du über die Snapper? Ilgoth hat sie nachts beobachtet. Ein paar von ihnen stehen unten an dem Tümpel, unten am Fuß des dunklen Turms. Andere sind genau über uns, auf der Felsklippe. Die warten so lange ab, bis wir völlig erschöpft sind. Wir haben uns hier selber in die Enge getrieben. Bald werden sie das Lager angreifen und werden ihr blutiges Festmahl halten. Verstehe. Verstehe. Oh Mann, okay, wir hauen mal die Snapper da oben weg und dann fragen wir ihn, ob es ihm gut geht, oder? Das glaub die richtige Reihenfolge, das anzugehen. Weil die unten am Tümpel, da haben wir schon geknallt. Ah, das sind neue gespawnt, weil Quest. Verstehe. Okay, na, das ist natürlich wild. Wir haben aber eine Shitton Mana. Dann hack mal die mal weg, ne? Hier, Snappy Lee, ich habe gehört, du nervst die Leute. Das geht natürlich nicht, ne? Deswegen ist jetzt der Hero da und sorgt für Ordnung. Ja, ja, die werden richtig ausgelöscht, Leute. Wir zünden die an. Da kenne ich wenig. Die kriegen richtige Feuerbälle in den Nacken. Snapper. Da hätten die jetzt hier zwecks einer Horde Orks ordentlich Schiss, dann würde ich es verstehen. 4 Eliten, 8 Schamanen, 16 normale Kämpfer, sowas in der Art, ne? Hier so 3 windige Snapper, die essen wir ja zum Frühstück. So, komm mal her. Die knall ich weg. Da sind noch ein paar mehr von denen. Und da sind auch noch Wölfe, wie ich gerade gespottet habe da oben, ne? Ich glaube, das dürfte schon reichen, um an die Snapper ranzukommen. Unbehelligt. So, wir brauchen 6 Feuerbälle. Das dürfte passen, oder? Das ist einfach, wie es ist. Was soll ich euch sagen? Magier halt, ne? Einfach mal reinschießen. Das ist uns vollkommen egal. Werden die hier oben von einem Drachensnapper angeleitet? Nee, aber hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt vorstellen können. Dafür gibt es hier Bergkristalle. Wenn es hier irgendwas gibt, gibt es hier bestimmt auch noch mehr davon. Das heißt, wir holen mal die Fackel raus, da es schon wieder ein bisschen dunkler wird, ne? Klappern hier mal dieses obere Plateau etwas ab. Vielleicht gibt es hier doch nichts mehr. Ah, doch, guck mal, ein paar Pilze. Ne? Die nehmen wir mit. So. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns um die Monster da direkt auch noch kümmern? Das können wir auch nachher schnell machen, oder? Das ist jetzt, glaube ich, gerade egal. Ich denke mal, die da unten freuen sich alle, wenn die Snapper jetzt kaputt sind. Und der Held so ein paar Heldengeschichten geregelt hat. Na, das finden die bestimmt spitze. Da bin ich ehrlich mit euch. Da haben die bestimmt richtig Bock drauf, das zu erfahren. Hä? Und wir fangen damit an, dass wir den Dude fragen, wie es ihm geht. Außer Fajit holt uns jetzt direkt da raus. Nee, tut er nicht. Da hätte ich mir jetzt so einen Dialog-Prose vorstellen können, na, dass der einen einfach direkt anquatscht. Aber in dem Fall können wir erst mit ihm hier reden. Guck mal, Fett, wie geht's dir jetzt? Geht's dir gut?
Die Snapper sind da draußen. Kannst du sie riechen? Ich rieche sie. Die sind aber gar nicht mehr da, Freundchen. Hey, du. Kann ich's vielleicht jetzt nochmal? Geht's dir gut? Die Snapper sind da draußen. Okay, schade. Das aktualisiert sich nicht, wenn man die tötet. Sehr schade. Aber dann ist es, wie es ist. Gehen wir weiter zum Fayette und sagen, hey, Kumpel, schau mal, wir haben das geregelt, ne? Denn wir... Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Genau. Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Oh. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Hm. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Ja, bitte. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Alles klar. Ja, vielleicht können wir jetzt nochmal mit Fett reden. Vielleicht aktualisiert sich dem seine Dialogstruktur, wenn man mit Fayette geredet hat, ne? Das könnte natürlich noch sein. Wir testen es jetzt nochmal und wenn da nichts geht, dann geht da halt nichts, hey, ne? Und? Geht's dir gut? Die Snapper haben sich anscheinend zurückgezogen, aber das heißt nichts. Hä? Die kommen wieder. Oder es kommen Wölfe. Oder Warane oder die Orks. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Der will ja auch nicht entspannen, oder? Will er einfach nicht. So, vielleicht packen wir es noch heim, bevor es richtig scheiße dunkel wird. Aber eigentlich würde ich gerne noch mit Diego quatschen, ne? Beziehungsweise Diego einfach mal wiederfinden. Und seine 2 Rittersburschen hier. Ja, wie war das irgendwie? Wir müssen Richtung zu diesem Turm und dann rechter Hand und irgendwas mit einer Burg. Das ist hängen geblieben bei mir. Und das ist leider nicht sonderlich viel. Dann ist voll, oder? Ja. Komm, dann ist es, wie es ist. So, speichern wir an der Stelle mal und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht direkt diese Diego-Geschichte regeln können. Ich würde sagen, die Wölfe und die Blair fliegen da drüben. Na, das hat Zeit. Das ist jetzt ja kein immediate threat für dieses Lager da unten. Mit denen werden die dann schon fertig. Die haben dann ein paar Paladine dabei. Kann mir jetzt niemand erzählen, dass die gegen so ein paar Blutfliegen hier nicht klarkommen, ne? Okay. Die eine Kiste, die da gerade im Lager stand. Da ist auch wieder so die Frage, darf ich die einfach plündern? Wahrscheinlich schon, ne? Aber irgendwie bin ich da trotzdem immer noch... hier und da vorsichtig einfach. Ich weiß nicht, es ist einfach nicht so mein Ding irgendwie an jede Truhe, wenn da Leute direkt daneben stehen. Weiß ich ja nicht. Ach, Hero, wir sind schon fertig, alles gut. Ja genau, lass dir Zeit. So. Burg. Rechter Hand. Ein Weg. Wachturm. Meint er vielleicht doch den Wachturm von Xarda? Das ist doch eher ein Wachturm, oder? Wisst ihr, wie ich meine? Der ist ja... Na? Der ist auf einer Erhöhung. Das macht ja Sinn bei einem Wachturm. Xardas Turm ist zwar hoch, aber der ist ja... steht ja eigentlich mega in einem Tal, was ja eher uncool ist für einen Wachturm, oder? Das heißt, ich glaube schon, dass das hier gemeint war. Aber welchen Weg meinen die dann mit rechter Hand... Ja, das könnte jetzt halt der oder der sein. Da oben sind die Dragon Snapper. Ja, vielleicht ist da ja irgendwo Diego auch, ne? Wir gucken da jetzt mal noch ein bisschen lang. Vielleicht finden wir ja tatsächlich noch irgendwas. Haben wir da was im Questlog? Schürfer und Erz. Wie ist das mit Diego? Nee, das steht da natürlich nicht mit drin. Das mit dem Ring auch nicht. Ja, nee, dann müssen wir Diego auf eigene Faust finden, wie es aussieht. Ich meine, die Wegbeschreibung war sicher gut. Wie gesagt, ich bin mir nur nicht sicher, ob der Turm hier der richtige ist. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, welche Burg gemeint war. Meinen die Burg, aus der wir kommen? Wachturm Richtung Burg. Und dann rechter Hand. Das könnte halt gefühlt basically überall sein, oder? Also, ich würde jetzt fast sagen, wir gehen eher mal da hoch, als jetzt großartig, ne? Weil
irgendwie kann ich mir das noch am besten vorstellen, dass die da oben irgendwie ein Lager aufgeschlagen haben. Jetzt da unten auf irgendeinem Querweg, wo diese Golems sind oder so, das wäre schon ziemlich random. Also, naja, versteht mich nicht falsch, könnte schon auch sein, aber halte ich für unwahrscheinlich irgendwie. Von hier oben könnte ich die Warane halt richtig hart nackig machen. Und ich glaube, hier war ja auch der Weg, der uns dann hochführt, ne? Genau. Das heißt, wir müssen die Feuerwaranilis regeln. Ja, finde ich mittelmäßig geschmeidig, bin ich ehrlich mit euch. Aber kriegen wir schon hin. Wir könnten natürlich auch darüber schwimmen, aber dann müssen wir da oben an den Drachensnappern vorbei. Das schenkt sich jetzt auch nicht sonderlich viel. Plus, wenn die Feuerwarane da weg sind, mache ich mir nochmal eine Ecke weniger Sorgen um das Lager da unten. Nicht, dass die jetzt so großartig wandern, aber seit der Cavalon-Geschichte in Gothic 1 bin ich da ein bisschen vorsichtig. Auch wenn man da wirklich fairerweise zugestehen muss, dass die Definitive, seit ich jetzt die Vanilla nochmal spiele, zwar weit weniger Lags verursacht hat, als es in den Kommentaren oft den Anschein gemacht hat, so von wegen, das liegt alles an der Definitive. Nee, 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 Vanilla hat schon auch seine Bugs, gar keine Frage. Und das nicht zu knapp. Aber das mit Cavalon lag ziemlich sicher an der Definitive, oder? Das kann ich mir schon gut vorstellen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich da einen angreife, kommen halt alle, ne? Ob ich die rechtzeitig kaputt bekomme, bevor die einmal Feuer auf mich blazen, ist halt jetzt die Frage. Wir hauen hier direkt zwei am Stück, oder? Genau. Alter, gar kein Thema, ne? Gar kein Thema. Wenn man das richtig macht, geschwind am Klicken ist und so, dann läuft der Karren. Okay, klasse. Jetzt sind wir wieder relativ Mana los. Das ist aber okay. Jetzt gucken wir erstmal, wie es hier weitergeht, ne? Eine Heilwurzel. Damit darf es gerne weitergehen, ja. Aber würde man, wenn man irgendwo hinflieht, beziehungsweise irgendwo hingeht, sich irgendwo hin absetzt, würde man dann an... was ist denn das? Oh nee, ist das jetzt irgendein Org-Magier? Echsenmensch? Nicht dein Ernst. Echsenmenschen in Gothic? Oh nee. Und was finden Echsen so cool? Also wenn Echsen gegen irgendwas schwach sind, dann am ehesten gegen Eis, oder? Die meisten Echsen kommen ja mit Hitze ziemlich gut klar. Die meisten Insekten generell, ne? Also nicht, dass Echsen jetzt Insekten sind, aber ich finde immer, die sind relativ closer an Insekten, als sie an Säugern wären zum Beispiel. Sind ja auch Kaltblüter, die meisten Echsen, ne? Wenn es kühl wird, bewegen die sich nicht mehr. So, hier, Echsenmensch, was hältst du denn von einer Eislanze? Da hält er gar nichts von! Das ist dem voll egal! Alter, jo, was hat denn so ein Echsenmensch dann für ein Level? Eigentlich würde ich schon mal gerne sehen, ja, was macht ihr denn? Oh, oh! Oh, Junge, die knüppeln uns ja dumm und dämlich. Okay, also Echsenmenschen, ja, muss jetzt nicht sein gerade, ne? Finde ich, oder? Was sagt ihr? Wegen mir, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Spüre ich gerade nicht so. Aber ist ja okay. Zur Burg zurück haben wir eine einigermaßen coole Schneise geschlagen. Die würde ich jetzt einfach mal entlang gehen, dann holen wir die Quest ab. Reden nochmal mit den Leuten. Gucken nochmal, ob uns irgendjemand Tränke verkauft. Ich glaube, ich habe neulich erst einen Kommentar bekommen, dass ich auch noch irgendjemanden übersehen habe in der Burg. Ich habe gerade vorher auch schon gemeint, ich bin mir dessen auch vollkommen bewusst, dass ich da noch nicht ganz alles abgeklappert habe. Aber das ist für mich immer so eine Sache, das rennt ja nicht weg. Wisst ihr, wie ich meine? Die wohnen da ja. So, die werden da schon weiter chillen. Chillen die vielleicht da? Nee, oder? Oder? In so einer abgebrannten Hütte, als ob, ne? Der Diego, der hat schon Bock auf Real Estate und so. Der braucht eine frische Butze. Das ist eher dem sein Ding. Alter, auf den Diego hätte ich schon echt mal wieder Bock, ganz ehrlich. Dass der uns so ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen erzählt, da sehe ich uns.
Okay, wenn es stockdunkel ist, finde ich es hier immer besonders angenehm. Ich finde es jetzt auch gar nicht so problematisch, dass ich weiß, dass hier extrem viele Orks unterwegs sind. Aber, na, was mir dann immer wieder so ein bisschen Hoffnung gibt, ist einfach die Tatsache auch, dass ja auch ziemlich viele davon Eliten sind. Das ist so entspannt eigentlich. Weil, die normalen Orks sind zwar schon echt stark, ne? Aber die Eliten, ja, die sind halt noch stärker. Das ist doch cool. Ein Heilwurzel? Ah, Heilkraut. So, jetzt passt mal auf. Zum Glück haben wir uns ja eine Schneise geschlagen. Weil der Vergangenheits-P, ja, der lässt sich bei sowas nicht lumpen. Und das ist auch gut so. Da kommen wir meistens doch ziemlich gut durch. Wenn uns da unten gleich irgendjemand bemerkt oder wir eine Klinge hören, die gezückt wird, dann ist das eigentlich gar kein Thema. Ja, an denen müssen wir noch vorbei, ne? Und dann müsste doch hier zur Linken dieser Baumstumpf sein. Ist er das? Nee, gell, das ist ja hier irgendwie so. Boah, ja, ich sehe schon wenig, aber das passt. Ja, war wichtig. Guck mal. Total unbehelligt können wir jetzt hier zurücklatschen. Das ist doch stark. Jetzt nur die Frage, was ist die nächste Quest, ne? Wo müssen wir da eine Schneise schlagen? Naja, wie dem auch sei. Das hat doch bis jetzt eigentlich alles super gut geklappt, oder? Jetzt sind bestimmt alle richtig happy. Bisschen doof, dass ich mich nochmal relativ weit voll gepumpt habe, oder? Weiß gar nicht, wie es mana-technisch gerade aussieht. Habe ich nach den Varanen nochmal was getrunken gehabt? Nicht, gell? Stimmt, wir hatten ja auch neu geladen wegen den Echsenmenschen. In dem Sinne müsste ja eigentlich alles cool sein. Ja, ich habe da auch was anderes gehört. So, dann gehen wir erstmal zu unserem, Mac Daddy Paladin und sagen, hey, Garond, wie sieht's aus, Alter? Und dann müssen wir mal noch nach ein paar Leuten suchen. Einfach nochmal mit allen reden, weil ich mir jetzt auch die ganzen Namen noch nicht merken konnte, ne? Ich laber einfach nochmal alle an und guck, mit wem wir schon geredet haben und mit wem nicht. Dann wird sich relativ schnell rausstellen, bei wem wir eventuell vielleicht noch Tränke kaufen könnten oder so. So. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Muss eben aufpassen. Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So, zwei Kisten? Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Immer wieder das Gleiche. Wie ist die Situation? Jetzt fehlen mir nur noch die Nachrichten über die letzte Schürfstelle. Und ich hoffe, es werden gute sein. Hä? Aber da waren wir doch und da war doch voll nichts. Oder? Was war da bitte? Die waren da halt alle tot? Und da waren super viele Crawler. Oh nee, da haben wir bestimmt irgendwas vergessen oder so, oder? Bestimmt habe ich irgendwas übersehen. 100 pro. 100 pro gab es da noch irgendwas zu entdecken oder aufzuheben. Irgendein Zettel oder so, ne? Oder ich war vielleicht doch nicht am richtigen Ort. Vielleicht war ich eine Ebene zu hoch oder zu tief. Obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Ich meine, es war ja schon irgendwie eindeutig so eine Mine und so, ne? Wo Leute schürfen würden, I guess. Aber ja, wir können ja nochmal nachgucken. Das ist ja nicht das Problem. Jetzt würde ich trotzdem erstmal hier in der Burg noch ein bisschen chillen, ein bisschen verkehren. Mit Leuten reden. Ne? Für Innos! Ja, Parzival, das sehe ich genauso. Was geht denn bei dir im Gemach? Naja, da waren wir auch schon bei dem goldenen Kelch und so, ne? Das liegt doch auf der Hand. Okay. Ja, dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich bräuchte den starken Händler. Das wäre echt nice. Dachte die ganze Zeit so, yo, safe bei Milton, ne? Aber da sah es bis jetzt eher schlecht aus. Ich glaube nicht, dass ich. Waffenknechte werden es wohl kaum sein. Ich kann ja nicht ewig durchziehen. Ah, moin, wer bist du denn? Mit dir habe ich noch nicht geredet. Ja, hockt da so im Eck. Der Arme. Ja, moin. Alter, der Brutus. Hey. Es geht. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Verstehe. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Rede mit den Leuten. Das kann der. Okay. Ja, hier, erzähl mal. Kannst du mich trainieren? Klar, ich kann dir dabei helfen, stärker zu werden. Aber umsonst gibt's bei mir nichts. Wie viel willst du? Du treibst dich doch außerhalb der Burg rum. Ich mach dir einen Vorschlag.
Mein Gehilfe Dan hat sich beim letzten Angriff aus dem Staub gemacht. Dieser Feigling. Aber er ist nicht alleine durchgebrannt. Er hat den Inhalt unserer Kasse mitgenommen. Was für eine Kasse? Wir haben eine Truhe, in der wir das Zeug aufbewahren, das wir im Laufe der Zeit so gesammelt haben. Und das war nicht gerade wenig. In der Kiste waren neben wertvollem Schmuck auch 200 Goldstücke. Wenn du mir das Gold zurückbringst, kannst du den Schmuck behalten und ich trainiere dich. Habe ich da nicht gesagt, der dreckige Dan? Ja, ich hab den. Weißt du, wo Dan hin wollte? Möglichst weit weg von hier. Ich denke mal, er wird versucht haben, sich zum Pass durchzuschlagen. Danke, das hilft mir sehr. Ja, was soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Ja, stark, ne? Aber ist eigentlich gar nicht nötig. Ich wollte nur das regeln. Okay, cool. So, und wer soll denn jetzt hier noch wo sein? Die da oben handeln wohl kaum, ne? Wir könnten da mal noch ganz hoch und so. Da kann man bestimmt noch ein bisschen durch die Burg flanieren, oder? Stimmt, ich glaube, in der Butze hier waren wir auch noch gar nicht drin, oder? Und die ist doch auch irgendwie mit so zwei Geschossen und diesen Seitenläufern. Ja, eben. Hier haben wir noch nicht viel gechillt, ne? Ja, hier ist aber halt auch voll niemand. Das sind denn ihre Quartiere, oder? Da habe ich gerade jemanden gesehen. Ja, hi, Alter. Da, Engor. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Genau. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Du bist Lester. Glaub mal und ja alle nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Ware. Stark, ne? Okay, Alter, verstehe. Die nehmen wir alle mit, ne? Einfach auch, weil es nichts für uns ist. So, was haben wir denn noch hier? Ein kleiner Feuersturm, Alter. Ein paar Blitze, ein paar Gold. Alter, einen Dämon beschwören. Den nehme ich mit. Einfach, weil der so insane stark ist. Ja, nehmen wir noch ein paar normale Pots mit, oder? Wisst ihr, wie ich meine? Wir können es uns ja leisten. Ist ja hier kein Problem. Ja, und dann verkaufen wir ein bisschen Scheiß, oder? Wir haben auch super viele Beutel, die ich gerne mal öffnen kann, wenn, na, wisst Bescheid, wenn nicht gerade mitten in einer Episode sind. Wir könnten 11.000 Felle verkaufen und so. Oder 2.000 Krallen. Ja, kommt weg mit dem Zeug, oder? Muss man jetzt ja nicht ewig aufbewahren. Das ist immer die Frage. Da immer ein bisschen Schiss, braucht man sowas für eine Rüstung? Aber ich denke mir irgendwo auf der anderen Seite, selbst wenn man es für eine Rüstung brauchen würde, farmen wir das ja auch wieder zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja nicht so, als würden wir nie wieder gegen ein Reptil kämpfen oder so. Das ist ja Quatsch. Keiler eben. Guck mal, kannst alles haben hier. Zähne eines Sumpfhais. Das findest du doch bestimmt geil, oder? Minecrawler-Zangen. Bei Minecrawler-Plattenpanzer würde ich sagen, komm, den behalten wir, einfach weil in Gothic 1 halt, ne? Ein gewisser Präzedenzfall existiert, wenn man das so nennen will. Warum nicht? Einfach mal behalten, komm. Kann nicht schaden. So, dann habe ich dir noch diverse Waffen, glaube ich. Ja, guck mal hier. Ah, jetzt habe ich gerade beide Crossbows weggehauen. Na, dann ist das, wie es ist. Wir haben ja noch einen krasseren. Aber da wollte ich nicht mit der Leertaste eigentlich, sondern das kriegst du immer einzeln mit der Maus reingedrückt, Freundchen. Schön reinhandeln. Easy, guck mal. Hier noch einige schwere Ork-Äxte. Edles Langschwert direkt. Ja, und instant sind wir wieder genauso rich wie davor eigentlich. Also alles cool. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Ja. Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Ach so. Ja. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Hm. Ja. Warum nicht? Eben, gell? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Denke ich doch auch. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Wir haben lang kein Fleisch mehr gebraten, von dem her easy, oder? Kein Problem. Ich besorg euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Haben wir lässig Komm dabei. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. Hier passt er doch, oder? Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Hey, du. Er weiß noch nichts davon. Hier, guck mal. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Okay.
Dann habe ich den Deal ein bisschen missverstanden, na, aber das ist schon okay. So, und hier kommen wir zu der Schmiede, gell? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Verstehe. Ja, Leute, dann würde ich aber tatsächlich behaupten, wir haben jetzt Pots, wir haben hier schnell so eine kleine Nebenquest gelöst und so, na, in dem Sinne können wir wegen mir eigentlich direkt wieder los. Denn jetzt will ich schon wissen, was ich da übersehen habe. Na, ist ja klar. Das ist ja absolut klar. Oh, wem sollten wir nochmal diesen Ring geben? Genau. Uda in der Burg übergeben soll. Wo Uda? Uda. Wer war Uda? Ritter. Von mir erfährt keiner was. Uda. Ist Uda vielleicht der Schmied oder so? Doba. Aber nicht Uda. Tandor. Ritter. Ritter? Uda. Ja, moin. Ach du, der Schütze ist Uda. Darf ich dich nicht ansprechen? Hey, doch, du. Guck mal. Ja, ich würde schon das mit dem Ich bin der Größte noch gerne machen, aber... Ich bringe dir Tengrons Ring. Das er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. So Innos will, ne? Okay, dann wünsche ich dir was. Dann haben wir auch das geregelt, ne? So. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das ein Gamechanger ist, dass ich jetzt weiß, wie man den Fokus löst, ne? Dass man ihn nicht lösen kann, während man sich bewegt. Es wird eine kleine Weile dauern, bis ich das, ich sag mal, im Kampf auch, ne? Wenn Aufregung, Panik und sonstige Gefühle aufkochen, bis ich das da auch wirklich mit einem kühlen Kopf durchsetze, sage ich mal. Aber ich weiß immerhin, wie man da jetzt so ein bisschen entgegenwirken kann, dass das komplett scheiße ist. Na? Von dem her bin ich da guter Dinge. Da werden wir bald richtig glänzen. Eigentlich könnte ich die beiden mal weghauen, oder? Die nerven schon auch echt ein bisschen. Hier, guck mal, Freundchen. Alter, war das knapp. Und schaut, die Ork-Elite kommt nicht dazu. Wie geil ist das denn? Die Ork-Elite kam nicht dazu. Jetzt könnte ich nämlich mal testen. Jetzt ist die da alleine. Das heißt, wir könnten da mal sagen, yo, ich will mal eine Ork-Elite solo wegknallen. Na, aber nicht jetzt. Nicht ohne Mana. Aber wir können eines Tages da mal hin, haben dann eine einzelne Ork-Elite und können uns mal so ein bisschen rantasten von wegen, na, verschiedene Sachen ausprobieren, gucken, was da was bringt. Ich würde super gerne immer noch mal Energie stehlen, na, da würde ich mega gerne mal rausfinden, gegen wen man das machen kann. Das könnte man schon auch eigentlich jetzt mal bei so einer einzelnen Ork-Elite probieren, aber das machen wir das nächste Mal, wenn wir, na, an der Burg sind und gucken ein bisschen, was da abgeht. So, jetzt bin ich echt gespannt. In der einen Höhle haben wir wirklich scheinbar irgendwas übersehen. Wir könnten da mal versuchen, das Irrlicht rauszuholen, oder? Vielleicht findet das für uns ein paar Dinge. Gold, Schlüssel und oder Gebrauchsgegenstände. Na, sowas in die Richtung wäre da fett. Oder eine Schriftrolle, in der steht, was der Hero jetzt berichten darf. Das wäre richtig cool. So, guckt mal. Hier ist das doch schon relativ bald, gell? Soweit war das ja gar nicht. Genau, gehen wir hier zu unserer Linken. Und dann war das da ja ein bisschen weiter unten, ne? Werden da jetzt schon rausfinden, was da Phase ist. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Ich meine, mir war irgendwo schon klar, ne, dass ich unser Tagebuch nicht aktualisiert hatte, als wir da drin waren. Aber kann halt auch immer mal sein, dass ich das irgendwie übersehen habe. Wir haben da super viele Minecrawler verprügelt. Dass irgendwie so zwischendrin, zwischen den prickelnden Sounds, die die machen und so, mal kurz der Tagebucheintrags-Gekritzel-Sound kam. Da kann ich mir halt mega gut vorstellen, dass ich das überhört hätte, ne? Deswegen, ja. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir da ja Glück. Und finden nochmal irgendwas. Wäre das ein Safe-Call hier, oder? Tja, also 100 pro ist das hier. Aber was soll hier sein? Das ist halt die Frage, ne? Da ist noch ein Knochen eines Skeletts. Aber das wird wohl kaum die Antwort auf... Na, habe ich einen Weg übersehen? Komplett so? Ey, kann ja auch sein. Wisst ihr, wie ich meine? Kann ja alles sein. Oh, ja, ganz schön lange nicht mehr gespeichert.
Das wäre hyper-ass gewesen, wenn da was passiert wäre. Gerade zum Beispiel vorher gegen die Orks oder so. Uiuiui. Leben am Limit hier schon wieder, ne? Ja, hier ist nichts mehr. Da haben wir alles mitgenommen. Und hier war ja auch kein Briefstück oder so dabei, ne? Also hier war jetzt echt einfach noch nichts Wichtiges. Hä? Und ich glaube auch, wenn wir hier reingehen, dann sind wir zumindest nicht mehr nah bei diesem Roten Kreuz, oder? Ja, wir sind da noch in der Nähe, aber wir sind nicht genau auf dem Kreuz gewissermaßen. Ja, well. Und was genau ist hier jetzt Phase? Hä? Okay, ich glaube, hier sind wir relativ mittig und hätten einen weiten Radius, oder? Jetzt testen wir es halt mal. So. Hier. Hey, du. Moin, langes her, ne? Such mir etwas. So. Such mir alles, was du finden kannst. Und kannst du hier noch was finden? Oh ja. Cool. Eine Fackel. Wahrscheinlich meine eigene, oder? Und was kannst du noch finden? Einen schweren Ast. Geil. Danke, Mann. Den habe auch ich hier liegen lassen, oder? Und wie ist das ansonsten so? Such mir etwas. Such mir alles, was du finden kannst. Ah, danke, Irrlicht. Hat's auch keine Idee, ne? Hä? Okay, Leute, ich bin gerade echt ein bisschen... Na, hoffentlich ist hier nicht wieder irgendwer gestorben oder so. Denn ich hätte sterben sollen oder so. Und Quatsch. Das müsste jetzt gerade ehrlich nicht nochmal sein für mich. Hey. Hey. Na, moin. Such mir etwas. So, such mal alles hier. Such mir alles, was du finden kannst. Und wie sieht's aus? Ja, da sieht's schlecht aus, ne? Da sieht's schlecht aus, Leute. Hä? Hier ist halt nix. Ja, ehrlich, das siehst du schon genauso, gell? Vielleicht da hinten bei den Steinen noch irgendwie hochklettern oder so, aber das kann ich mir so nicht vorstellen irgendwie, als ob das... Vor allem, wenn das so läuft, habe ich da halt auch immer besonders viel Respekt vor, dass da irgendeine Scheiße passiert. Speichern wir auf jeden Fall vorher. Aber wie gesagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier jetzt noch irgendwie was rumliegt, was für uns spannend ist. Ja. I mean, was soll hier jetzt großartig sein? Kommst du da hoch, Hero? Ja, immerhin. Aber wie gesagt, Aussicht auf Erfolg sehe ich jetzt nicht wirklich. Eher Aussicht auf Tod. Ja. Hä? Wo unsere Jungs hier? Sollen wir da mal noch hochgucken? Vielleicht geht da ja irgendwas ab. Ansonsten wäre ich hier echt ein bisschen aufgeschmissen. Ich meine, das ist 100 pro der richtige Spot. Aber 100 pro. Muss ich den wegknallen? Aus Gründen. Kann ich mir ja nicht... Der hat damit ja nichts zu tun. Was könnte man hier übersehen haben? Hier ist niemand, mit dem wir reden können. Wir haben alles komplett leer gelootet. Wie könnte sich hier der Quest, Log aktualisieren? Geht hier noch was? Nee. Einfach nee.
Ja, Leute, dann weiß ich es echt auch nicht. Bin ich ehrlich mit... Ah, die kann man nicht direkt wechseln, gell? So. Oh. Ja, well. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das Feuerkraut. Und jetzt so Tagebuch aktualisiert. Du hast das Feuerkraut vor dem Lager gefunden, ne? Ja, cool, cool. Bringt uns nur leider nichts. Kann man irgendwie eine Ebene tiefer an diesen Ort gelangen? Nee, hier geht's auch nicht rein, gell? Ja, was soll ich euch sagen? Entweder ich stehe gerade hart auf dem Schlauch, oder da hat irgendwas nicht getriggert, was hätte triggern sollen. Und ich sag euch, wie es ist, ich halte tatsächlich Zweiteres für wahrscheinlicher. Oder ich habe halt was so hart übersehen wie noch nie, aber dass auch das Irrlicht das übersehen hat, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil man ist ja schon darauf ausgebildet, Dinge zu finden. Hör ich hier einen Flügelschlag? Der Dämon ist da, oder? Aber ist der jetzt immer noch mit mir befreundet? Oder ist der eher angepisst aus Gründen? Wo sind mehr von euch, ne? Ich höre euch doch. Die Frage ist nur, wo seid ihr? Aha, da könnte man dann hoch. Hier wäre noch eine Chest. Naja. Leute, es zermartert mir gerade das Hirn. Was soll ich da übersehen haben? Und wo? Sind die alle eins höher, oder? Das ist auf jeden Fall meine Spruchrolle. Also ja, hier ist ja klar, hier sind wir nicht am richtigen Ort. Aber vielleicht finden wir hier irgendwo nochmal was raus über irgendwas. Eine goldene Halskette, stark. Was haben wir da noch? Knochen eines Goblins. Ja, let's go. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen noch eine Ebene hoch in der nächsten Episode. Knacken wir noch die Truhe. Gucken mal, was da oben abgeht. Aber ich bin ehrlich mit euch. Diese Geschichte hier mit dem X unten rechts, da raff ich's nicht. Ich check nicht, wie, na, was da noch sein könnte irgendwie. Also, da würde ich dankend Tipps annehmen, bin ich ehrlich mit euch. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch was, na? Lasst Liebe da, euer P. Boi, boi. Hört, hört. Dies ist die Geschichte von diesem P. Er spielt Kenshi den ganzen Tag und fragt sich selbst, wie er nun verbleiben mag. Nicht Tobi, nicht Magda, nicht Linda, nicht mein Nachbar, nicht ersetzbar, nicht vertretbar, nicht vergleichbar, unantastbar. Dieser P ist immer für mich da und wenn ich mal was brauch, dann ändere sicher und dann klar. Immer stolz am Start, immer voller Fahrt, ziemlich cooler Typ, sag immer guten Tag. So viele Talente, das kann ich gar nicht glauben. Meine Freunde sagten mir, diesen P zu schauen. Dieser P und nackte Frauen voll auf die Kranke hauen und das Wort von uns zu bauen. Immer wieder dieser Traum. Yeah. Dieser P. Lil Bakerman featuring.